Jetzt kann er. Jetzt kann er heizen. Boah, hier, wie Chef. Apropos Heizung. Ich weiß nicht, ob es die Leute hier wissen. Ich habe ja mein Zimmer im Keller. Hey, Kellerkind, ey. Ja. Was? Du warst doch sehr müde. Nicht mehr? Okay. Und hier unten haben wir halt keine Heizung. Deshalb haben wir uns eine Heizung. Habe ich mir so eine Wandheizung gekauft, so eine Infrarotheizung. Und die habe ich heute seit langem wieder mal eingeschaltet. Ich merke noch nichts. Finde mir immer noch den Arsch ab. Also, Arsch ab, geht so. Aber ja. Schaufel. Kann ich den Typ mit der Schaufel erschlagen? Kann ich. Nice. Das ist eine Schaufel im Kopf. Noch was anderes. GTA San Andreas. Das war ja, kann man so sagen, eigentlich mein erfolgreiches Projekt. Ich wäre sogar wieder motiviert, das aufzunehmen. Also wenn ihr Lust hättet, schreibt. Aber SAMP, nicht MTA. SAMP. Wenn ihr Lust habt darauf und ihr kennt einen tollen Real-Life-Server, ich spiele nur Real-Life, dann schickt mir mal IP und am besten Homepage, damit ich mir mal ein Bild drüber machen kann. Dann können wir da gerne auch mal wieder SAMP spielen, weil es war doch schon eine geile Zeit. Am besten, am geilsten wäre natürlich mit der alten Community auf dem alten Server, aber das wird nicht funktionieren. Ja, schreibt mir irgendwas in die Kommentare, wenn ihr da was wisst. Und falls hier noch, ach, wie hießen die ganzen Leute? Flashy, ja, du kleiner Padawan, du bist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Wenn Flashy hier das irgendwie sieht oder so, schreib ich mal an, schreib mir einen Kommentar dazu, dass du hier meine Videos guckst. Können wir auch mal PN schreiben oder so. Oh! Nice. Obstkiller, weiß nicht, ob du meine Videos guckst. Ich bin bei ihm öfters mal auf dem TS. Bei ihm habe ich noch ein bisschen, oder könnte ich wieder Kontakt machen. Und Nate hieß er, glaube ich. Nate, falls du das auch hier siehst, melde dich mal. Können wir ein bisschen quatschen, vielleicht auch mal zusammen auf so einen Server gehen. Und natürlich, wie hieß er? Der alte Server von Royal Streets. Oh, Mann. Ich hab's wirklich nicht so mit Namen. Tut mir leid. Verdammt, ich hab den Namen wirklich vergessen. Shit. Ja, auf jeden Fall, du weißt, wenn du gemeint bist. Oder, ja, wenn du das hier siehst, schreib mich mal an. PN. Das ist der Typ. Deshalb will ich hier nicht aus seinem Kühlschrank, weil hier ist so ein Symbol. Da geht man ja nicht hin. Ja, schreib ich mal an, können wir mal eine PN schreiben oder so, dann können wir mal zusammen irgendwie. Spielen. Genau. Ja, eben, oder auch die ganze alte Real-Life-Truppe, das war wirklich ein cooler Haufen. Deshalb wäre cool, wenn wir uns irgendwie wieder treffen würden, finden würden, könnten wir mal, ja, mal wieder zusammen ein bisschen Scheiße bauen auf dem Server. Fände ich witzig. Also Flashy, Nate, Obstkiller, wenn ihr das hier seht. Und natürlich auch der alte Admin von Royal Streets. Wie gesagt, dein Name fällt mir gerade nicht ein, tut mir leid. Dann meldet euch mal. Per PN oder Kommentar. Dann können wir mal gucken. Also hier ist ja die Ausbeute wirklich gut. Wirklich gut. Also kann man nicht klagen.
Oh. Ich hoffe, der wird jetzt nicht Depri, weil ich dem Zeugs geklaut habe. Also Medizin haben wir gerade. Aber wir könnten damit handeln. Zur Zwickmühle. Ich lasse es ihm mal. Uns geht es ja aktuell gerade relativ gut. Deshalb lassen wir das mal. Wir gehen wieder. Haben eigentlich. Nein. Hoch, da war noch eine Lupe. Da sind zum Teil recht nützliche Sachen. Willst du wissen. Ah, das haben wir schon mal gelesen. Gut. Arrivederci, mon frère. Ja, wie gesagt, schreibt mir mal IP und Homepage von einem Real-Life-Server Kommentare. Ich würde auch ein bisschen gucken, dass wir da was Nices finden. Aber SAMP und nicht, bitte nicht, MTA. Ist nicht so meins. Ja, Katja, jetzt beweg dich und hol Fleisch. Geht es Bruno? Immer noch leicht krank. Aber Bruno, ja, wie viel Wasser ist? 8. Bruno sollte mal wieder hier kochen. Mahlzeiten. Und wir sollten Brennmaterialien herstellen. Ich habe gerade gesehen, dass wir relativ wenig haben. Guck, vielleicht können wir jetzt den hier aufbauen. Geh mal schauen. Viel zu wenig Materialien. Aber der Rest würde passen. Na, letztes Mal war der Händler da, der wird es dieses Mal nicht wohl kommen, wohl kaum wieder kommen. War noch ein bisschen Brennzeug. Bei uns aus Holz. Der ist mal noch gemütlich an am Qualmen. Und die Temperatur geht wieder runter. Das ist doof. Aber man merkt, der Winter kommt. Nicht nur hier im Spiel, der kommt auch in echt. Jetzt kommen dann wieder die Tage, wo man morgens früh dunkel, wenn es dunkel ist, aus dem Haus geht und abends, wenn es schon fast wieder dunkel ist, nach Hause kommt. Und da muss ich mich ja zum Teil recht zusammenreißen, dass ich hier nicht richtig schlechte Laune kriege. Weil dann, ich bin wirklich so, ich bis zu Tagen, da kriege ich wirklich miese Laune. Auch wenn es schon wochenlang geregnet hat, da war Laune ein Tiefpunkt. Ja. Boah, viel können wir eigentlich nicht mehr machen. Ja, wir werden es die Nacht noch durchspielen
Und danach werden wir den Part, also die Aufnahmesession beenden. Weil, ja, wir sind die Themen ausgegangen, damit ich quatschen kann. Hier haben wir schon relativ viel abgegrast. Nur noch eine große Menge Waffen. Brauchen wir nicht. Mögliche Handfoss. Und, Parks, weiß ich, oder? Tribut gefordert. Anbieten. Okay. Das Tal. Schon eine Hier steht, es ist gefährlich, aber hier steht gar nichts. Wollen wir es riskieren? Wir werden es riskieren. Pavla ist so schnell. Dem her. Wir nehmen zu sehen mal die Waffe mit. Scheint leer zu stehen, hat gesagt, ja, hoffen wir, dass der Schein nicht trügt. Oh, ich habe jetzt schon wieder Herzklopfen bekommen. Dumme Ratte. Das wurde von einer Granate getroffen, war aber eine ziemlich kleine Granate, wenn das Haus noch steht. Erstmal gucken. Ist nix? Ja. Kommt man aber auch nicht rein. Oder hier war da die Granate und es brennt noch. Oh. Dann gucken wir mal. Sofa. Ob das eine Person oder eine Ratte ist. Eine Ratte. Gut. Dann schauen wir uns hier mal noch um. Anscheinend ist es eben wirklich verlassen. Ich weiß gar nicht, was das von, was davon gefährlich stand. Ich glaube nicht, dass uns die Ratten den Zeh abbeißen. Wir finden hier nur eine Menge Waffen. Wir bräuchten Baumaterialien. Aber es gibt Verstecke. Vielleicht sind hier trotzdem Menschen. Das war ja eine Ratte. Da ist der Kühlschrank, glaube ich. Lässt sich nicht öffnen. Ach nee. Und hier ist vergittert. Nice. Dann müssen wir mit einem Dietrich oder und einem Sägeblatt zurückkommen. Ja. Das war's erstmal. Gehen wir wieder zurück. Und Pavla ist zurück. So, jetzt gucken wir noch, ob wir irgendwie überfallen wurden. Und dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Oder für diese Aufnahmesession. Tag 24. Wie geht es unseren kleinen, süßen Schnuckelhasen? So. Gut, das war es erstmal von
dieser Aufnahmesession von Let's Play This War of Mine. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wieder Themenvorschläge habt oder darüber noch irgendwie spezifisch über Flüchtlingsdinge, was ich geredet habe, spezifischer meine Meinung wissen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ja, neue Themen in die Kommentare und so weiter. Sowie auch IPs und Homepages von Relive-Servern für SMP, damit wir da auch bald mal wieder durchstarten können. In diesem Sinne danke ich euch vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen grandiosen Tag und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, euer Manuel, haut rein, tschüssikowski!